Es ist wieder soweit. Fußballstadt Berlin begrüßt euch recht herzlich hier zum täglichen Training. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ähnliches Spiel wie in den Wochen zuvor. Wir werden uns ein bisschen warm machen mit einem schönen, entspannten Ballteil. Heute stehen wieder die geometrischen Formen im Mittelpunkt bei den Ballübungen. Dann geht es weiter. Wir machen uns ein bisschen warm und dann in der Bauchwoche, diese Woche, werden wir uns wieder schön um unser bestes Stück kümmern. Viel Spaß mit den heutigen Trainingseinheiten. Auch an dieser Stelle kurzer Hinweis für die Neulinge, wie auch die Profis, die jetzt schon seit Wochen dabei sind. Wir brauchen 4 Münzen, ich nehme mal Münzen, ja, stecken unser Viereck ab und was wir natürlich für Ballübungen brauchen, ist ein herrliches Sportgerät. Wir machen 6 verschiedene Übungen, jede mal eine Minute und das Ganze dann dreimal hintereinander. Legen wir los. Wir legen los mit dem Dreieck. Dieses Mal werden wir jetzt nur den rechten Fuß ausführen und nur vor dem anderen Fuß. Wir werden da mit den Sohlen den Ball berühren. Einmal, zweimal, dreimal. Habt ihr gesehen? Ein Dreieck. 1, 2, 3. Und das Ganze machen wir dann möglichst immer auch in einem Hüpfrücken, sodass wir immer ein Dreieck nur mit dem rechten Fuß bzw. mit der rechten Sohle durchziehen. Übung 1. Übung 2, Dreieck mit dem linken Fuß. Ich bin bereit, auch hier fange ich langsam an, mache das erst einmal langsam und dann gehe ich in den Hüftrhythmus über und bleibe eine Minute in diesem Rhythmus. Übung Nummer 2. Übung Nummer 3, wo das Dreieck ist, ist meistens das Viereck nicht weit entfernt. Deswegen jetzt mit dem rechten Fuß werden wir auch ein sogenanntes Viereck bzw. Quadrat bilden. Auch das in einem schönen Rhythmus. Und das Ganze immer zum Viereck. Alles mit dem rechten Bein zunächst. Übung Nummer 3. Übung Nummer 4. Viereck mit dem linken Fuß. Die Reihenfolge, in welche Richtung ihr spielt, bleibt euch selber überlassen. Aber am Ende des Tages macht ihr die gleiche Übung immer eine Minute in die gleiche Richtung. Eine Minute zum Viereck. Übung Nummer 4. Übung Nummer 5. Wieder das Dreieck, allerdings diesmal hinter Standbein. Wir fangen an mit dem rechten Fuß, ziehen den Ball hinter Standbein, legen ihn uns vor und ziehen ihn dann mit dem anderen Fuß wieder zur gleichen Stelle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mit Ballen fühlen. Übung Nummer 5. Rechter Fuß, Dreieck um das Standbein herum. Last but not least. Übung Nummer 6, das Ganze mit dem linken Fuß. Auch hier ziehen wir den Ball zunächst mit der Sohle zurück, mit der Innenseite in das Standbein und ziehen ihn dann wieder mit dem rechten Fuß zur ursprünglichen Stelle. 1, 2, 3. Nochmal zugucken. 1, 2, 3. Ist nicht so schwer. Probiert es aus. Eine Minute lang. Übung Nummer 6. So, da werden wir wieder. 6 Übungen, immer eine Minute. Nehmt eine Stoppuhr. Lasst euch die Zeit nehmen von einem Elternteil und dann geht es los. Immer eine Minute, 6 verschiedene Aufgaben und 3 Durchgänge hintereinander. Und dann treffen wir uns jetzt gleich wieder zum Warmmachen. Es wird anstrengend, das kann ich euch versprechen. Wir brauchen unseren Gymboss, eine Stoppuhr oder ein Telefon mit Stoppuhrfunktion. Ja, und dann werden wir mal die Zeit nehmen. Stellt euch ein, immer 10 Sekunden. Und zwar wird das so sein, dass wir für 10 Sekunden in den Liegestütz gehen, einfach nur halten. Nach 10 Sekunden fangen wir dann an zu sprinten auf der Stelle, auch für 10 Sekunden. Und dann haben wir 10 Sekunden Pause. Das Ganze dauert also 30 Sekunden hintereinander. Das Ganze machen wir dann 6-mal hintereinander. Guckt immer hin. Also 10 Sekunden Liegestütz, 10 Sekunden sprinten, 10 Sekunden aufstehen. Erholen. Wieder runter. 10 Sekunden einfach nur halten. Gerade Körperhaltung, Brust raus. 10 Sekunden Stunde. 10 Sekunden aufstehen und erholen. 6 Durchgänge hintereinander. Erster Teil aufwärmen. Am zweiten Teil stellen wir unsere Füße schulterbreit zusammen und machen 1, 2, 3, 4, 5 Schritte auseinander. Gehen dann mit dem Po nach unten. Lassen die Hacken auf dem Boden, die Knie drücken wir nach außen,
nicht mit den Händen, von alleine, nicht nach hinten fallen, Rücken gerade und eine Minute bleiben wir so. Eine Minute. Dann nach der Minute langsam hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Zusammenzappeln, ein bisschen erholen. Und das Ganze machen wir dann noch ein zweites Mal, nochmal eine Minute. Also zweimal eine Minute diese Dehnübung für den Oberschenkel und den Po. Und dann geht's da. Für den heutigen Tag, am Donnerstag, habe ich mir ein paar Übungen ausgedacht, 5 an der Zahl, die wir fast immer auf den Bauch liegen machen werden. Bei der ersten Übung legen wir uns auf den Bauch, strecken Arme und Beine nach vorne, Gesicht schaut immer nach unten. Wir drücken den Kopf nicht hoch, ja, und nehmen jetzt Achtung, den rechten Arm und das linke Bein in die Luft und wirken. Eine Minute. Wir stoppen die Zeit. Eine Minute. Gesicht nach unten, rechter Arm, linkes Bein. Dann eine kurze Pause und dann das Ganze nochmal. Könnt ihr den Fuß auch strecken, das spielt keine Rolle, oder die Fußspitze reinziehen. Zweimal, eine Minute, rechter Arm, linkes Bein, immer wippen. Übung 1. Übung Nummer 2, ihr seid ja ganz ausgewuchste Leute, legen wir uns auch wieder hin. Beide Arme strecken wir, Gesicht nach unten, beide Beine strecken wir und nehmen jetzt den linken Arm und das rechte Bein und wirbeln zweimal eine Minute, immer mit einer kurzen Pause. Übung Nummer 2. Übung Nummer 3. Wir legen uns wieder hin auf den Bauch, strecken Arme und Beine, Gesicht nach unten, nehmen sowohl Hände als auch Füße jetzt in die Luft, die Knie berühren nicht mehr den Boden und wirbeln immer abwechselnd. Eine Minute. Wichtig dabei ist, Ellbogen und Knie berühren nicht den Boden, Gesicht nach unten. Zweimal eine Minute. Übung Nummer 3. Wirbeln mit beiden Armen und beiden Beinen. Übung Nummer 4. Wir legen uns wieder auf den Boden. Nehmen auch hier für den rechten Zeit. Nehmen jetzt Hände und Beine in die Luft. Und bleiben eine Minute. Zweimal eine Minute, einfach nur Arme und Beine in der Luft gestreckt halten. Übung Nummer 4. Übung Nummer 5 ist etwas nur für Feinschmecker. Wir legen uns wieder hier, strecken jetzt, Achtung, Arme und Beine ganz weit auseinander, nehmen beides in die Luft und Achtung, ziehen jetzt uns immer seitlich einmal nach rechts. Einmal nach links immer zusammen. Beine und Arme gehen zu der einen Seite, dann zu der anderen. Bleiben aber immer mit Knien und Ellbogen in der Luft. Zweimal eine Minute, Übung Nummer 5. So, nachdem wir uns heute wieder am Donnerstag um unser bestes Stück gekümmert haben, nämlich unseren Bauch, die Mitte, die muss besonders stark werden, wenn sie es nicht schon ist. Ja, hoffen wir natürlich, dass ihr auch hier an dieser Stelle wieder viel Spaß hattet mit unseren Übungen hier im täglichen Training von der Fußballstadt Berlin. Wir freuen uns über Kommentare, über Zuschriften, gebt uns weitere Hinweise, Anregungen beispielsweise. Wer mehr von uns haben will, ihr habt unsere Nummer, unsere E-Mail-Adresse, schreibt uns eine Nachricht. Ihr wisst es, was wir immer noch auch anbieten, ist unser Athletiktraining, was wir anbieten, ist unser Individualtraining. Wer eine kleine Trainingsklappe benötigt, einfach anmelden. Wir von der Fußballstadt Berlin sind für euch da.